So, hallo und herzlich willkommen, hier ist euer TCG-Channel, wieder mit mir, dem Marlon. Und heute, wie auch schon angekündigt im letzten Video, beschäftigen wir uns mit Salamon Great. Auch wieder ein Deck, was im Meta immer hier und da immer wieder mal aufploppt und man im Prinzip nur das Handtrap-Line-Up dem jeweiligen Meta anpassen muss und schon kann man mit dem Deck gegen so ziemlich alles spielen und auch gewinnen. Ja, und das ist jetzt momentan das Deck, wie ich es jetzt gerade spiele. Na, Virtual World Meta, Calamity hat halt die Bannliste sehr gut gedodged. Und dann gucken wir doch einfach mal, was wir spielen, und ich sage auch ein paar Dinge dazu, warum. So. Wir spielen eine Gazelle, weil mehr als eine dürfen wir nicht spielen, sonst würden wir es tun. Ein Falco, ein Federvieh. Dann spielen wir zweimal Fuchsi, weil ich finde Fuchsi auch als Starter gar nicht so schlecht, wenn man ihn mal zieht. Genauso wenig wie Jack Jaguar, auch der ist als Starter nicht verkehrt, wenn man ihn jetzt zieht. Gürteltier spiele ich auf 3, weil ich finde die Karte echt gut. Manche spielen auch nur 2, aber ich finde, also dieser Bild spielt halt mit Pot of Desires, so von daher 3 Spinny sind auch nicht verkehrt. Dann spielen wir 3 Flame Buffalo. Man kann auch Lady Debug spielen, ich finde Flame Buffalo nur schöner insofern, dass man halt mit Flame Buffalo Chain blocken kann, wenn man aus ihm Signallux macht und dieses Draw 2 so ziemlich auf jeden Fall bekommt. Des Weiteren muss er nur vom Spielfeld entfernt werden, also muss das Spielfeld nur verlassen. Das heißt, wenn er auf die Hand zurückgegeben wird, dann kannst du ihn sogar selber abwerfen, um 2 Karten zu ziehen. Spicy Tech, machst kein Minus mit. Des Weiteren, wenn er verbannt wird, wenn er zerstört wird, falls der Gegner irgendwas macht, also die 2 Karten zieht man so ziemlich auf jeden Fall. Und man hat auch immer die Bedingungen erfüllt für Gesell, sage ich jetzt mal so, weil du halt eine Karte oder Salamon Great von dann auf dem Friedhof legst. Das ist an sich auch schon das Monster-Line-Up, ist relativ kompakt, sage ich jetzt mal so. Handtrap spielen wir 3 Ash, weil es einfach eine Handtrap, die kann man so ziemlich gegen jedes Deck spielen, ist auch je nach Meta immer gut. Ist jetzt nicht überragend, insofern, dass das eine Karte ist, wie zum Beispiel Lockbird. Wenn man Lockbird spielt gegen ein Deck, was sehr viel spammt und sehr viel searcht, dann kann Lockbird durchaus schon den Turn des Gegners spammen. Das ist bei Ash nicht zwingend so, aber je nachdem, wie gut man sich mit dem gegnerischen Deck auseinandergesetzt hat, weil da kommt natürlich dann auch immer, ich sage jetzt mal so, Spielerfahrung zu tragen, dass man weiß, welche Karten man wann, wie und in welcher Art und Weise negiert, um beim Gegner, ich sag mal so, die wichtigsten Plays rauszunehmen. Dasselbe gilt für den Effekt Veiler. Auch eine ziemlich gute Karte meiner Meinung nach, gerade weil man sie auch gegen eigentlich ziemlich alles spielen kann. Das Einzige, wo der Veiler relativ tot ist, sind halt Backrow-Decks, aber dann zeitet man die Karte raus und kann dafür dann Lightning Storms etc. spielen, das ist ja nicht das Problem. Dann spielen noch 3 Geister-Oger, weil ich finde Geister-Oger immer sehr, sehr nett. Und je nachdem, gegen was man spielt, ist der Geister-Oger auf jeden Fall nicht verkehrt. Und dann spielen wir noch 3 Impermanenzen. Also insgesamt 12 Handtraps. Kann man gut machen. Dann kommen wir jetzt zu den restlichen Zaubern Fallen. Dann spielen wir ein Heiligtum. Das können wir gut suchen. Das macht ja der Signallux für uns. Dann spielen wir einen Kreis. Auch da wieder dasselbe wie bei der Gazelle. Ich würde gerne mehr spielen, aber dürfen wir im Moment leider einfach nicht. Dann spielen wir zweimal Wille des Großsalamanders. Ich habe auch Builds gesehen mit einem Wille und einer Reborn, aber Wille finde ich einfach deswegen gut, A, weil man sie im Prinzip ja searchen kann, indem man sie mit Gesell reinlegt und sie auch wiederbekommt. Und der Unterschied ist zwischen Wille und einer Reborn, dass der Wille permanent ist und dass man somit, ich sag mal so, gerade im Grindgame länger was von der Karte hat. Und gerade wenn man jetzt First gegangen ist und man die Birut wird, dann kann man mit dem noch den Sunlight Wolf zurückholen, um dann nochmal aus dem Sunlight Wolf wieder einen Sunlight Wolf zu machen. Und dann hat man im Prinzip nichts verloren und dann ist die Backrow auch alive. Wir spielen als One-Off vom Grab gerufen, weil ich finde die Karte nicht verkehrt. Gerade weil man auch was aus dem Friedhof rausnehmen kann, wenn es denn sein muss, je nachdem, gegen welches Matchup man spielt. Handtraps natürlich damit rauszunehmen ist auch nicht verkehrt. Dann spielen wir dreimal Silent Mining, weil der Zirkel ist halt auf 1. Deswegen 3 Silent Mining, weil Gesell wollen wir immer noch gerne haben. Und dann spielen wir noch 3 Pot of Desires, weil ich sag mal so, wenn du jetzt den Feldzauber gesearched hast und du auch schon die Gazelle gesucht hast, dann gibt es keinen Grund mehr, nicht Topf der Begierden zu aktivieren. Und damit wir auch aufgrund von Topf der Begierden nicht wirklich viel an Ressourcen verlieren, spielen wir Zorn und genauso Gebrüll halt auch 2-mal. So, das ist das Main Deck. Dann kommen wir zum Extra Deck. Extra Deck spielen wir 3-mal Signallux. Einfach der Starter. Ich habe auch Builds gesehen, wo man, sag ich mal so, Almirage auch nochmal spielt, aber ich finde ehrlich gesagt,
Almiraj braucht das Deck nicht. Ich würde einfach drei Signalloops spielen und das ist auch gut so. Genauso wie drei Sunlight Wolf. Weil das ist die Karte, die im Grind Game dafür sorgt, dass wir auf jeden Fall immer die Oberhand gewinnen, dadurch, dass wir unsere Ressourcen die ganze Zeit wiederbekommen. Heatleo finde ich an sich nicht verkehrt. Man kann auch den Pyrophönix spielen. Ich finde aber Heatleo gerade gegen Backrow-lastige Decks nicht verkehrt, gerade weil man nicht etwas zerstört, sondern es ins Deck mischt und somit auch nicht in Sachen reinläuft, wie zum Beispiel Awakening the Dragon, auch wenn das kaum noch einer spielt, aber wenn falls es einer spielt, selbst da ist die Gefahr nicht besonders groß und man kann halt genau gucken, ob die Backrow jetzt wichtig ist oder nicht. Das ist dann wieder so ein psychologischer Standpunkt, auch wieder Spielerfahrung, der dann damit spielt. Deswegen Heatleo als Option zu haben, finde ich auf jeden Fall nicht verkehrt. Vor allem, weil man damit gleich zwei Backrows rausnehmen kann, weil du halt den ersten Heatleo baust, eine Backrow rausnimmst, den zweiten Heatleo baust, eine Backrow rausnimmst und weil du Beatsticks zurechtschutzen kannst, sodass du immer noch überall drüber laufen kannst. Dann haben wir einen Schwallmagier, den ich persönlich sehr, sehr gut finde. Einfach aus dem Grund, dass du halt mit Schwallmagier die Option hast, mit einem Monster direkt in den Access Code Talker zu gehen, was auch nicht verkehrt ist. Dann spielen wir einen Update Jammer. Einfach für die Kombo mit zweimal angreifen. Und den Transcode Talker spielen wir sogar zweimal, weil ich finde die Karte echt gut. Und hin und wieder kommt es halt vor, dass der Gegner halt den ersten Transcode zerstört, dann holst du halt einfach den zweiten. Das ist total egal. Und das Schöne ist vor allem, dass er dafür sorgt, dass deine Monster nicht getargetet werden können, zumindest die, die mit ihm gekreuzlinkt sind. Und dass die alle 500 ATK bekommen. Und das ist für mich ein Grund mehr, lieber zwei als einen davon zu spielen. Und ich habe auch den Platz dafür. Dann spiele ich den schon angesprochenen Zugangskodiersprecher und einen Kaliber-Ladedrache, weil Kaliber-Ladedrache so ziemlich alles im Meta outet, was sonst für das Deck schwierig ist. Also Zugangskodiersprecher kannst du auf bis zu 5300 ohne Probleme hochkriegen. Und alles, worüber der nicht drüber laufen kann, das klauen wir uns dann einfach mit dem Kaliber-Ladedrachen. Dass wir die Option haben, dass wir nicht verlieren, weil der Gegner einen Beatstick hat, wie zum Beispiel ein Aframax. Und wir den halt weder zielen noch wirklich zerstören können, falls er zum Beispiel mit einer IP Mascarena beschworen wurde, dass wir dann an der Stelle nicht verlieren, weil wir dann die Option noch haben, auf den Kaliber-Ladedrachen zu gehen. Als allerletztes spielen wir noch ein Xyz-Monster. Das ist die Nummer 75 und die 75 kann man halt sehr gut aus Fuchsi und Spinny bauen oder aus Spinny und Gesell und so weiter und so fort, wenn man denn, ich sage jetzt mal so, diese Monster übrig hat zu dem Zeitpunkt, dass man halt vor der fünften Summon auf die Nummer 75 geht, damit man gegen Nibiru nicht verliert an der Stelle, weil man den Nibiru-Effekt umwandeln kann in beide Spieler ziehen eine Karte. Wir selber verlieren dadurch nichts, sondern behalten dadurch ja sogar unser Board und ziehen dann noch eine Karte nach, ist also nicht verkehrt. Und ich denke, das ist so ziemlich die beste Option, die du im Moment als Rang 3 spielen kannst in diesem Deck. Ja, das war's auch schon. Das nächste Deckprofil wird wahrscheinlich Blue Eyes sein, weil sich das tatsächlich einige gewünscht haben, da nochmal ein Update zu bekommen und weil das einfach ein Fan-Favorite-Deck ist. Und das werde ich dann als nächstes in Angriff nehmen. Dann wünsche ich euch weiterhin schöne Feiertage. Silvester kommt ja noch. Haltet die Ohren steif. Auch das T-Zero Corona-Format geht irgendwann mal vorbei. Und dann wird wieder richtig gespielt. Und ich hoffe, dass man sich dann auch sieht auf den großen Meisterschaften, ob es jetzt deutsche Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft ist, weil ich werde auch dort wieder am Start sein und ich freue mich, wenn so viele wie möglich von euch dann auch dort sind. Also dann, haut rein.